Der Heidelberger Zoo konnte sich in den vergangenen 2 Monaten über reichlich Nachwuchs bei diversen Tierarten freuen. Besonders im Blickpunkt stehen momentan die kleine Thekla bei den Schopfhirschen sowie 12 Präriehundbabys. Die kleine Schopfhirschin Thekla brachte bei ihrer Geburt nur etwas um 1 Kilo auf die Waage und hat in den gut 2 Monaten ihres Lebens schon ordentlich zugelegt. Munter springt sie ganz alleine durch das Gehege, schnüffelt ihre Umgebung ab, knabbert an Zweigen und erkundet ihre Umgebung. Dabei ist sie immer auf der Hut und weiß auch, wo sie sich bei drohender Gefahr am besten verstecken kann. Durch ihr graziöses Auftreten und ihre geringe Größe kommen die aus Asien stammenden Schopfhirsche bei den Besuchern sehr gut an. Tierpfleger Jasper Schulz erzählt uns einige Details zur Geburt von Thekla und den Schopfhirschen im Allgemeinen. Also wir haben das dann morgens gesehen, als wir in den Stall reingelaufen sind, unsere tägliche Routinekontrolle. Und da haben wir es dann morgens drinnen liegen sehen, im Heu drinnen, neben der Mutter. Und ganz klein zusammengekringelt, hat sich da ein bisschen versteckt, hat vielleicht, weiß ich, 1 Kilo gewogen. Nicht mehr, grob geschätzt. Wie sehr haben Sie sich gefreut, dass es Nachwuchs gibt? Aber wir haben uns natürlich tierisch gefreut, auch wenn es jetzt schon der 4. Nachwuchs ist, der sich dann eingestellt hat. Aber trotzdem freuen wir uns immer wieder sehr, weil es eine relativ seltene Art ist. Also auch eine Tierart, die in Zoos nicht so häufig gezeigt wird. Und da freuen wir uns natürlich riesig drüber, wenn wir da Nachwuchs bekommen. Vor allem, da es jetzt auch so regelmäßig klappt mit unserem tollen Zuchtpärchen Goofy und Mieke. Wie oft kriegen die Nachwuchs und wie viele Junge gibt es dann aufs Mal? Nachdem wir erstmal keinen Nachwuchs hatten, hat sich das dann vor 4 Jahren eingestellt. Irgendwann hatten wir dann unser erstes Jungtier, da haben wir uns natürlich riesig gefreut. Die ist mittlerweile in Berlin. Dann kam das zweite und dann pro Jahr, also ziemlich regelmäßig, kommt da jedes Jahr ein Nachwuchs, ein Kind. Können Sie was dazu sagen, wie geht es den Tieren in freier Wildbahn? Wo kommen die so vor generell? Also die kommen vor in Teilen von Indien, Nordostindien und Tibet, China, Myanmar, so diese Ecke. Und da auch in Waldgebieten bis 4.500 Metern Höhe. Das sind eigentlich Einzelgänger, jedenfalls in freier Wildbahn. Da treffen sich halt die Männchen und die Weibchen nur zur Paarungszeit und dann zieht das Weibchen alleine die Kinder groß. Hier ist es aber so, oder allgemein in Zoos, die werden in Paaren gehalten und der Nachwuchs kann auch da bleiben. Also wir haben Wie lange dauert es, bis die ausgewachsen sind und bis sie nicht mehr gesäugt werden von der Mutter? Also ausgewachsen ist jetzt unser Nachwuchs, die Maya, die gerade drinne ist. Die ist jetzt inzwischen 2-3 Vierteljahre und ich würde sagen, dass die mit 2 Jahren schon ausgewachsen sind eigentlich. Und trinken tun so ungefähr ein halbes Jahr, so plus minus ein paar Wochen. Wuselig sind derweil auch die 12 relativ frisch auf die Welt gekommenen Präriehundbabys, die derzeit bei Pfleger Rolf Mitter für Unterhaltung sorgen. Die wachsamen Hörnchen, deren Art ursprünglich aus der amerikanischen Steppe stammt, hüpfen und springen durch ihr Territorium, balgen und spielen miteinander und natürlich vertilgen sie alles, was sich als Nahrung eignet. Es sind insgesamt 3 unterschiedlich alte Würfe mehrerer Mütter, die eine große Attraktion im Heidelberger Zoo darstellen. Hierzu Pfleger Rolf Mitter. Wie viele Jungtiere sind da generell in einem Wurf dann von einer Mutter zu erwarten? Der konnte so 8 bis 10, da konnte er schon kriegen, aber die werden dann nicht alle groß. Das Beste ist, wenn es 4, 5 sind, die kommen dann alle mit und die werden dann groß meistens. Und wie gesagt, das Wetter muss halt alles mitspielen. Und wenn das nicht mitspielt, ist schlecht. Ich lebe in einer Stadt, leben die. Und jede Familie hat ihren eigenen Bezirk und dann darf kein Fremder hier. Und jeder Fremde kriegt gezeigt, aha, hier ist unser Terrain. Die leben wohl zusammen, aber lieber gehen nicht jetzt alle in euer Haus rein. Irgendwann werden wir mal abgeben müssen, wenn es zu viel wird. Aber es ist so, die können sich dann selber regeln, wer noch Junge kriegen darf. Und der, wo dann praktisch die Dominante, die darf er dann Junge machen. Und alle anderen dürfen gar nicht Junge machen. Die werden. Das ist also der Ursprungsstamm, da waren 3 Weiber und 2 Männer. Und ein Mann hat sich 2 Weiber geholt. Und der ist dann immer von einer zu anderen patrouilliert. Er hat aber nicht das eine Weib mit zu seinem anderen genommen, jedes für sich, aber er hat über die Grenze dürfen. Und der andere, der hat gezeigt gekriegt, du bist nur bei dem daheim. Des Weiteren gab es auch bei den Shetland Ponys 2-mal Nachwuchs. Die beiden Babyponys sind derzeit etwa halb so groß wie ihre ausgewachsenen Herdenkollegen. Die zu den Kleinpferden gehörenden Shetland Ponys erreichen eine maximale Körperhöhe von etwas über 1 Meter. Alle genannten Jungtiere können von den Besuchern im Heidelberger Zoo in ihren Freigehegen beobachtet werden.